when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hi Leute, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, sozusagen. Naja, ich war nicht weg, aber ich mache das hier ja auch nicht für Klicks, das heißt, ich habe keinen Zwang, hier ständig Videos zu machen, das werde ich auch nicht anfangen, da einen Zwang draus zu machen, weil ich finde einfach, zu leben ist viel wichtiger, als die ganze Zeit eine Kamera dabei zu haben und ständig alles zu filmen. Hätte ich auch machen können, aber mache ich einfach nicht. Und ja, ich habe eine ganze Menge hinter mir, ich habe jetzt einen Umzug hinter mir, bin jetzt von Rheinland-Pfalz nach Hessen gezogen, weil da unten, da kam ich einfach nicht mehr weiter. Das war irgendwie, ja, ein sinnloses Unterfangen. Ich habe eine langjährige Beziehung beendet und habe das erstmal irgendwie verarbeiten müssen. War krank, ich habe irgendwie ein paar Wochen lang mich rumgekämpft mit irgend so einer komischen Bronchitis, die nicht weggehen wollte und so einer Scheiße. Naja, und ich glaube, ich habe die Auszeit auch dringend gebraucht und ich habe ganz viele neue Leute hier kennengelernt. Ich wohne jetzt in der Nähe von Marburg und finde, das ist eine interessante Stadt, wo ganz viele Menschen sind, die eben auch was anderes wollen als das, was wir bisher hatten. Und ich denke mal, da kann sich halt vieles draus entwickeln und wir arbeiten gerade auch aktiv daran, so ein paar Projekte hier voranzutreiben. Deswegen habe ich auch das Interview mit FF gemacht, weil das war für mich halt wichtig, diesen Menschen mal näher kennenzulernen und auch gleichzeitig vielleicht der Welt ein bisschen vorzustellen auf eine andere Art und Weise, als er es bisher getan hat. Und eigentlich wollte ich daraufhin noch mehr Interviews machen, aber das hat sich alles nicht so ergeben. Es war einfach zu viel zu tun hier und das war mir auch wichtiger. Dann habe ich die Videos erstmal sein lassen und mir ist auch ganz lange Zeit jetzt nichts eingefallen, was ich machen soll. Also, naja, ich meine, es geht drunter und drüber. Trump trumpelt die Welt platt und Hillary killt alle oder so. Keine Ahnung, ist mir egal. Also ich bin da mittlerweile so weit durch, dass ich sage, ey, es ist doch ganz normal. Alle paar, weiß ich nicht, Batschjahre gibt es halt einen Weltkrieg, weil die Menschheit ein Haufen dummer Vollidioten ist. Und wer noch nicht erkannt hat, dass Krieg an sich nichts Schlimmes ist, weil Sterben im Prinzip einfach dazugehört und hat irgendwie eine wichtige Sache im Leben noch nicht verstanden. Weil ich bin der Meinung, es ist ganz normal. Ich sterbe vielleicht auch bald und ich habe mich schon oft damit beschäftigt. Und ich bitte jetzt alle Atheisten und Leute, die nicht an irgendetwas nach dem Tod glauben, sofort abzuschalten, weil die werden sowieso niemals davon überzeugt werden, dass es irgendwas anderes gibt als das Leben im Körper. Und für die sind meine Videos nicht. Für die bin ich auch nicht da. Und die meisten Leute werden mich auch niemals verstehen, die so denken. Aber ich weiß, für meinen Teil, ich werde auch dann noch leben, wenn mein Körper nicht mehr ist. Ich weiß, dass es auch noch andere Welten gibt als diese hier. Und zwar eine riesige, unendliche Menge und auch viel bessere. Und ich weiß auch, dass selbst wenn die Menschheit sich komplett selbst in die Luft jagt und kein einziger Mensch mehr am Leben bleibt, das immer noch nicht dem Ziel gedient hat, dass irgendwie diese bösartigen Wesen oder Menschen oder was auch immer, wer auch immer da irgendetwas macht, im Schilde geführt haben, weil es nur ein Planet ist von unendlich vielen anderen, die auch mit Leben gesegnet wurden. Und das ist halt eine ganz andere Ansichtsweise. Und auch für die Leute, die irgendwo eingesperrt sind oder gefoltert werden, der Schmerz, der wird nicht für immer bleiben. Ja? Aber das Karma, das sich derjenige holt, der einen gefoltert hat oder eingesperrt hat, das bleibt ihm erhalten, auf jeden Fall. Ja? Aber wir werden von diesem Schmerz, den wir erfahren in unserem Leben, auch den Schmerz der Liebe oder so, werden wir auf jeden Fall irgendwann erlöst. Und das ist einfach der Segen der Vergänglichkeit,
den es gibt. Es ist ein Segen und ein Fluch zugleich im Prinzip, weil ja alles zerfällt und alles irgendwann kaputt geht. Unser Körper wird älter und ich selbst fühle mich auch schon älter irgendwie. Ich gehe jetzt auf die 30 zu und habe noch nicht irgendwie manche Sachen des Lebens noch überhaupt gar nicht auskosten können. Werde ich vielleicht auch nie, weil, keine Ahnung, weil ich halt nicht das habe, was andere haben, an Geld oder sonst irgendwas. Aber was die meisten Menschen halt nicht kapieren, gerade auch die irgendwo denen es droht, eingesperrt zu werden oder sonst irgendwas, die verstehen nicht, dass ihr Körper ja nur eingesperrt wird und können sich, weil sie sich ja auch von ihrem Körper nicht bewusst lösen können und einfach aus ihrem Körper austreten können, nicht frei bewegen. Und deswegen fühlt man sich so massiv gefangen und eingesperrt in dieser Welt oder auch im eigenen Körper. Und da gibt es viele Menschen, auch gerade Kranke, die sich nicht mehr richtig bewegen können, die immer wieder sagen, ich fühle mich in meinem Körper gefangen. Aber das liegt nur daran, dass sie weder in ihrem Leben einmal meditiert haben, noch in sich gegangen sind oder einfach nur mal wenigstens die Natur richtig genossen haben, richtig gefühlt haben, was in ihnen vorgeht. Und sie haben es nicht verstanden, dass eben der Körper nur ein temporärer Aufenthaltsort ist und dass wir jede Nacht unseren Körper verlassen, ob in unserer Fantasie, wie die meisten behaupten, oder wie ich glaube, eben in unseren Träumen. Und das ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Sache, weil die meisten Menschen denken halt, Fantasie ist eben nur Fantasie. Aber das stimmt nicht. Fantasie ist Visualisationsfähigkeit. Und das ist die Visualisationsfähigkeit, mit der wir eine ganze Menge in der Welt verändern können. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip nur vorstellen, dass etwas anders ist. Und dadurch kann sich schon was verändern. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie hier auf meiner Hand einfach so eine Rose manifestieren kann. Das kann ich vielleicht geistig, ja. Die ist dann vielleicht auch eben als Lichtmuster vorhanden, sobald ich die visualisiere. Aber sie wird nicht physisch vorhanden sein, weil wir nun mal auf einer Realitätsebene leben, wo wir nicht direkt manifestieren können. Zumindest nicht jeder. Ja, große Meister konnten es schon. Und ich kann halt auch zu diesem ganzen Kriegsgedöns nur eins sagen: Lass die Menschen halt, lass sie doch in ihr Verderben rennen, wenn sie möchten. Wir können denen nur geben, was wir wissen. Und wenn die es nicht schaffen, sich davon zu lösen und mit in diesen Krieg sich reinziehen lassen, oder auf falsche Weise in diesem Krieg, der jetzt definitiv wahrscheinlich höchstwahrscheinlich kommen wird, oder schon im Gange ist, der eigentlich schon im Gange ist, ja. Wenn diese Menschen sich in diesen Krieg hineinziehen lassen und dann Scheiße bauen, weil sie halt, also mit Scheiße bauen meine ich andere Menschen quälen oder töten zum Selbstzweck, das ist denen ihre Verantwortung. Das ist nicht meine Verantwortung, das ist nicht eure Verantwortung. Das ist ganz allein denen ihre Verantwortung und die haben auch die Konsequenzen zu tragen. Und wenn die da nicht mit Vernunft und Liebe rangehen, dann ist es denen ihr Problem und nicht unseres. So, sie versuchen es wahrscheinlich zu unserem Problem zu machen, weil sie bösartig sind, aber selbst das wird ihnen nichts bringen. Es wird ihnen temporär Befriedigung in Form von der Befriedigung ihres Hasses bringen, mit Sicherheit, aber es wird ihnen niemals das bringen, was sie wirklich brauchen. Ja. Und deswegen sage ich halt auch die ganzen Menschen, die glauben, ja, es gibt keinen Gott oder Gott ist ungerecht oder es gibt keinen höheres Wesen oder Bewusstsein, das irgendwie seine Finger in der Welt im Spiel hat, die haben ihre Augen noch nicht aufgemacht. Die haben noch nicht einmal gewagt, in die Richtung zu schauen, um zu erblicken, was für eine unglaublich starke Macht da die ganze Zeit dran arbeitet. Aber wenn diese Macht übergriffig werden würde, würden wir alle unseren freien Willen verlieren. Und das ist nun mal eine Sache, die essentiell ist dafür, dass das Universum überhaupt bestehen kann, dass es Bewusstsein mit freiem Willen im Universum gibt. Und deswegen müssen wir unsere Fehler selber machen und können uns selbst dazu entscheiden, ob wir das Richtige tun und daraus lernen oder nicht. Das geht jetzt auch gerade an alle Menschen,
die sich besonders toll finden oder so. Ins Tal der Demut fließt das Wasser der Weisheit. Auf dem Berg des Stolzes gefriert es zu Eis und zerbricht den Stein und macht ihn marode, bis von dem riesigen, stolzen Berg nur noch ein grüner, bewachsener Hügel übrig bleibt, der sanft mit Bäumen und Gras und Moos überwachsen ist. So, und jetzt noch zu einem anderen Thema. Also, ich habe mich seit Jahren nicht mehr in irgendeine Großstadt getraut, außer Köln einmal, und war jetzt endlich mal wieder in einer Großstadt. Ich war das erste Mal in meinem Leben bewusst als Erwachsener in Hamburg und das hat echt gut getan. Der Grund ist nicht nur, dass ich keinen Bock auf Städte habe meistens, sondern halt auch hier. Ne, so, wenn du kein Geld hast, bleibst du halt da, wo du bist und machst das Beste draus. Das stört mich aber auch nicht. Bin ganz zufrieden damit. Ja, jetzt war ich jedenfalls da und habe eine Freundin besucht und es war sehr angenehm. Habe noch ein bisschen Erfahrung gesammelt in puncto Orgonite gießen mit ihr zusammen. Und ja, ich habe halt da eine ganze Menge Leute getroffen, habe da aber leider auch mein Handy geklaut bekommen. Habe einer blinden Frau geholfen, die sich auf der Straße das Knie aufgeschlagen hatte und habe die erstmal verarztet am nächsten Morgen. Und ja, es war auf jeden Fall eine interessante Mission irgendwie. Habe dann auch noch Hilfe bekommen von einer ganz lieben Hamburgerin, einer Geschichtslehrerin, die hat dann mich geistig wenigstens unterstützt und hat mir ein bisschen unter die Arme gegriffen, hat gemeint, wenn alle Stricke reißen und du findest deine Freundin nicht mehr, dann kommst du halt zu mir. Aber ich habe zum Glück dann über Facebook ihre Adresse wieder rausgefunden und konnte sie dann doch noch treffen. War auf jeden Fall eine lustige Nacht. Und dann habe ich noch eine Freundin von dem Raw Future Camp besucht, wo ich jetzt dieses Jahr war, wo ich auch den Vortrag hochgeladen habe. Und das war, ja, es war auch eine schöne Erfahrung und die hat mir halt eine ganze Menge gezeigt, über roh veganes Essen. Und ich habe gesehen, ja, man braucht ja eigentlich gar nicht viel, außer einfach Gemüse zu schnibbeln. Und man muss halt ein bisschen mehr davon essen, als man vielleicht von Brot essen würde oder so. Das heißt, man ist halt mehr oder weniger den ganzen Tag was am Essen. Aber ich habe mich sehr gesund gefühlt. Also ich war ja krank direkt und habe diese scheiß Bronchitis scheinbar irgendwie ein paar Wochen mit mir rumgeschleppt. Und das hat im Prinzip dieser ganzen Chose den Rest gegeben. Also danach war ich wieder gesund und ja, dafür auch nochmal danke. Und ja. Auf jeden Fall aufregende Zeiten. Und ja, es passiert halt ganz viel. Ich habe jetzt auch noch mal gehört von irgendjemandem, es wäre ja so, dass es ja überhaupt nicht sich verändern würde. Die Menschen würden ja immer noch das Gleiche machen. Ja, natürlich machen sie immer noch das Gleiche, aber es verändert sich doch was. Nur, man kann halt nicht erwarten, dass innerhalb von einem Jahr jetzt irgendwie eine Riesenrevolution vom Zaun bricht, wenn die Bedingung für die Revolution ist, dass wir direkt ins Messer rennen, dann kann es ja gar nicht sein, dass jetzt eine Revolution direkt in Form von wir stürzen den Bundestag oder sowas vom Zaun gebrochen wird, sondern es ist dann eine Revolution, die ganz weit unten anfängt. Und zwar so weit unten, dass es die da oben überhaupt gar nicht interessiert. Fast. Also kaum. Noch nicht. Ja? Weil jetzt einfach so viele Menschen erstmal anfangen müssen, wieder zu begreifen, worum es im Leben wirklich geht. Und die, die noch abhängig sind von der Propaganda, die müssen halt auf die Fresse fallen. Und der Rest der Menschen beschäftigt sich mit den Dingen, die jetzt anstehen, die wir tun müssen, um uns zu befreien daraus. Und befreien können wir uns nicht, indem wir der Propaganda folgen, sondern nur, indem wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir brauchen, um Freiheit zu erlangen. Und die Freiheit zu erlangen bedeutet, unabhängig zu sein. Das habe ich dieses Jahr schon mal gesagt und ich wiederhole es jetzt nochmal. Und ja, damit möchte ich eigentlich auch abschließen.
Sobald ich wieder ein neues Handy habe, werde ich vielleicht auch wieder mal ein paar Videos unterwegs machen und ein paar Interviews und so weiter. Oder vielleicht, ja, sobald es sich ergibt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ciao. Noch ein kleiner Nachtrag. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum die katholische Kirche und Wesen und so viele Atheisten, Satanisten und so weiter und Wissenschaftler so vehement darauf drängen, dass wir nicht daran glauben, dass es Wiedergeburt gibt und dass man mehrmals inkarniert, das heißt mehrmals geboren wird in der gleichen Seele in verschiedenen Körpern oder als gleiche Seele, als gleiches Bewusstsein, natürlich mit anderem Ego bzw. anderen Grundbedingungen. Ne? Ganz einfach, weil die denken, wenn die Menschen das glauben, dann würden sie sich ja trauen, aufzubegehren gegen die Obrigkeit. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. You are.